Der liebe Bruder Chris hier hat vor einem Tag ein Video gemacht zu Western Lost Ark, also zu uns, und dass wir Hilfe brauchen. Unter Umständen hat das mit Bots zu tun, für jeden, den es interessiert, ja. Wir thematisieren das immer mal wieder auf dem Stream. Wir sind momentan bei 50.000 Spielern. In den letzten 3 Tagen ist ein bisschen Botbannwelle unterwegs. Wir haben gespiked hier bei 95.000 Spielern wieder unter der Woche. Die letzten 3 Monate sehen so aus, dass krass ansteigt. Offensichtlich Gold ist auf Drittseiten sehr, sehr günstig und wiederum Sachen im Auktionshaus sehr teuer, mit Ausnahme von Fisch. Lasst uns mal gucken, was er zu sagen hat. Bots are ruining the health of the game. Illegal RMTing is also ruining the game. Right? Oh, Bots und RMT ruinieren das Spiel. I know there's some weirdos out there that'll like personally attack me or whatever for being unable to deal with XYZ. It's okay. You can hate me. It's okay. I'm just trying to talk about the health of the game that I love. And I'm not trying to say that the game is going to die or disappear or whatever. But I'm saying for the long-term health of this game, if this doesn't get solved. Das hier, Entschuldigung für die Pause, das ist der Disclaimer. Bitte nennt mich nicht Doomer in den Kommentaren, sondern lasst uns stichhaltig reden, ja? Man muss sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl mit der Lost Ark Community beweisen, damit die Leute das nicht persönlich nehmen. Solved sooner rather than later, it's going to continue down a path that I've seen many other KMMOs go down, and I don't want to see Lost Ark also take the same path. What they need to do in order to fix this problem, I don't know. I'm a player. I'm a player just like you. Everybody has their own ideas and opinions for what can fix things. Look, I'm not going to sit here and pretend like I know shit. I don't. All I know is that I've seen this before, and I've seen it start, I've seen it end, and it's not fun. That's all I wanted to say. Okay, jetzt fängt das Video an. Let's go. Amazon, please. Hey there everybody, this is going to be a different kind of Lost Ark video. I typically try to keep my things a little bit positive here, but I mean, Lost Ark is having some issues, right? And there's no surprise, right? So let me first explain what we're going to be talking about. We're going to be talking about the massive influx of bots combined with super, unplayable servers and server instability and lags, especially for North America East, which is why... Das fairerweise ehrlich ein nordamerikanisches Problem. Die Server in Europa waren eigentlich relativ stabil. In Nordamerika hatten die teilweise Queues, ja, Warteschlangen wieder, weil sie so viele Bots im Spiel hatten. We are here on the character select screen. I'll log in server and I'm on East. Azena has been having massive issues, as has a lot of North America East this past evening and past day, or honestly past couple of days. Okay. This is just not great outlook for the optics of the situation. And what do I mean by the optics of the situation? Well, look. Let's pop over here. Lost Ark Steam Charts. What am I looking at? Er hat das Video gerade gemacht, da hat die Bannwelle angefangen, ja? Das ist der Downtrend, den wir uns am Anfang angeguckt haben. If he's saying, well... You'll notice that there's been a pretty big increase in players. This has been a trend going upwards for a little while now. You might be thinking, wow, this game is fucking sick nasty. It's so nice to see that more people are playing the game again. And while I like the sentiment and I like to be positive and I like to think of things in a more positive light. Nee. Wer hier gesagt hat, wow, es spielen wieder viele Leute Lost Ark, der ist realitätsfern. Ja. Ich kenne keinen Spieler im Spiel, der unironisch gesagt hat, wow, so viele neue Spieler. Allen Leuten war klar, hey, der Fisch kostet teilweise unter 100 Gold. Wir haben Bots ohne Ende, dass sich die Balken biegen im Spiel. Ja, Kaiangel als Fresh Start Server hat ein paar Leute ins Spiel gebracht, aber wir reden hier nicht von Zehntausenden, wir reden von positiv gesehen paar wenigen. Tausenden Spielern. Concurrent right now offensichtlich. Wir reden hier nicht von Gesamtspielerzahlen, sondern von Spielerzahlen, die gleichzeitig online sind. Und das lässt sich dann offensichtlich auf Gesamtplayerbase extrapolieren. Ja? I mean, you have to say it how it is sometimes, right? We take a look at like the last 3 month Zoom, right? So let's say. I think August is far enough back, right? August, 55k players.
I'd say that's about pretty accurate, right? I mean, nein. There was a lot of big patches. Entschuldigung, aber die 55.000 Spieler, auch da waren ungefähr 20%, 30% Bots mit dem Spiel. Ja, wir hatten, glaube ich, so gut wie gar keinen Punkt in den letzten halben Jahr im Spiel, dass wir gar keine Bots im Spiel gehabt hätten. That came out, you had Aeromancer, you had Akan, you know, people were coming back, people were having fun, you had Jumpstart, that brought a lot of people back too. And, natürlich, you know, kind of das Interesse am Spiel, gar keine well. Frage, aber 2 weeks in, you're still at about 55k, another 2 weeks, you're still at about 53k. So, Bots sind ja in jedem another 2 weeks, you're going up a little bit, 55.9k, and then suddenly, 73k, 88k, 95k. Hmm, what's going on here? The obvious answer to that is Bots, man, obviously. Bots. diese Kurve, Entschuldigung. Junge, das ist auch die einzige Lost-Ark-Kurve, ja? Was hier passiert? Oh, die Leute mussten echt keine Lust haben. Nach dem Neujahr haben sie gemerkt, Lost-Ark macht keinen Spaß. Nein, Bot-Bann-Welle. Oh, hier, ja, die Leute werden ja echt keine Lust mehr gehabt haben auf Brell. Ja, und Bot-Bann-Welle. Also, das Einzige, was ich sehe, ist hier ungefähr. Das war dann im Mai, kurz vor Diablo-Release. Da hatten die Leute wirklich die Schnauze voll von Brell-Shaza und Diablo 4 und so ist released. Aber alles andere, das sind einfach Bot-Bann-Wellen. Was ja auch nicht besonders schlimm ist. Wie gesagt, jedes MMO hat Bots. In WoW gibt es Bots. Ich glaube, in Final Fantasy gibt es sogar Bots. Und ganz sicher gibt es Bots in Lost Ark. Bots, man, obviously. Bots. I want to say between July and August, I mean, this is like legitimate player returning, player retention. Obviously, there's always going to be a little bit of bots mixed in with everything, but das sagt er selbst. A giant content patch and a lot of stuff coming out, plus a lot of QOL getting dropped between July and August. I mean, this makes sense. This is a, like an actual player gain, right? This, however, is not an actual player gain. And this is a problem for everyone who is still playing the game, which is honestly not very many people, because nobody can fucking play the game, right? So let's head back on over to West. Even on West, the other night when I was logging in at around 2 in the morning yesterday, Roendal and Valton were both busy. I haven't seen busy in a long time, and I don't think I've ever seen Roendal be busy. What is causing this? Obviously, one thing, man. Bots. Bots are causing this. Boah, guck dir sein Raster an. Junge, Junge, 15, 93, 80, 90, 93, 91, 16, 06. Not bad. Involvierter Lost Ark-Spieler. Ihr seht es nicht hinter der Cam hier, 300 Kader-Level. Junge, Junge. I am not here to invent solutions, right? That's not my job. Und übrigens, er hat keinen 1620er. Könnte einem auch zu denken geben. I know. Everybody always thinks everybody can fix this by doing this. Oh, you just gotta do this, this, then this. Whatever. I'm not here to do that. What I am here to do is I'm here to just bring awareness if you somehow have lived under a tree, right? Obviously, there are a lot of bots. Wenn ihr unter einem Baum but again, lebt. We'll just bring up the chart one more time. Just look at how many exactly. We went from 50k to nearly 100k. Musik. What came out between these two points? Literally nothing except Soul Eater. And while you could say, wow, dude, Soul Eater must be really hyped. Come on, man. 50,000 people came back for Soul Eater? I mean, they were even coming back before Soul Eater, you see? They were just so hyped they had to get in early. No, come on. Let's be reasonable here. And obviously, there's a lot of RMT and other things going on as well. It doesn't take a rocket scientist to figure this one out either, because just look at the price of shit, right? Fish, obviously very heavily botted. They did add trade restrictions very recently again, so fish are slightly making a recovery on other trade skill materials too, but the price of things like gems and gems to blue crystals are completely fucked. This is how you know RMTing, illegal RMTing, is taking place, because you have shit like this. You have shit like a 237,000 CDR level 10 gem, right? Ja, Gempreise sind heftig. I need to find a damage gem. I could just type it in, but yeah. 470,000 gold for a level 10 damage gem. But look at the price of blue crystals. Oh, Kristalle. Bei denen 4.200. Wir haben bei uns ungefähr 3.500 plus minus. Right? How can the price of a few different things be going up, namely gems, but everything else remains the same or goes down, while you take the price of the... Das Krasseste,
Das hat er hier gar nicht gesagt. Die roten Waffenkristalle kosten, haben bei denen 60 Gold gekostet. Ja. Offensichtlich. Ich lass ihn zu Ende reden, dann reden. You take the price of the real, you know, this is the legal RMT, right? This system right here is how you legally RMT. How does this not change? Right? It doesn't add up. Because the value of gold obviously has a direct tie to the inflow and the outflow of gold from many different sources, right? And the price of gold, I typically tie it to gems because gems are the most consistent thing. I don't know if it's the best thing, but it's what I usually tie it to. But my point is, if the price of gems are going up, but the price... Oh, Werbung. Das ist ein Qualitätsgame hier. The price of blue crystals, but the price of blue crystals aren't doing anything at all. In fact, in some cases they even go down sometimes. Right now they're a bit higher than they normally were. I mean, not really. It's just this one order at 4.1k. Really, that's skewing it. Otherwise, it would be at the same that it's been, which is around 37 to 4k, right? 3700 to 4k. So how is it that the price of blue crystals can stay the same, but the price of gems are fucking skyrocketing day after day? Like, something just doesn't make sense, right? Obviously, I'm trying to explain to you that a lot of illegal RMTing is going on. People are buying mass quantities of gold from the bots off of websites like G2G. They're using that very cheaply obtained gold and investing it into things like gems, thus the price of blue crystal. Ich meine, er ist gigamad. Man sieht es an seinem Silber hier. Der Held hat es gerade gesagt, 441 Millionen. Wisst ihr, wie viel der spielt? Ich weiß es nicht, aber wenn der Kader Level 300 hat und 440 Millionen Silber, dann spielt er sehr viel. Und er ist wütend, weil Leute auf Drittseiten Bots unterstützen und Gold von Bots kaufen. Ein Thema, das wir vor anderthalb Jahren hatten, ja, wenn ihr auf meinem Kanal BotArk eingebt auf YouTube, dann werdet ihr ein paar Videos dazu sehen. Das hatten wir vor anderthalb Jahren schon, das Thema, genau das gleiche. Und das macht ihn mad als Endgame-Spieler, dass da Leute kommen, mit ihrer Kreditkarte ein bisschen wedeln, ihm die Server füllen, dann laggen seine Server und er hat irgendwelche Warteschlangen und die Preise der Sachen, die auch er braucht, gehen in die Höhe, weil die Leute kaufen ja damit nicht Skins, sondern Sachen, die jeder braucht zum Upgraden. Und er farmt währenddessen seinen 300. Chaos Dungeon am Tag und kommt nicht hinterher. Like this is how you would normally get it, don't change, right? If people were legally RMTing, then the price of blue crystals would go down, especially in the quantities that are being obtained to push gem prices up. Now, I could be completely off my rocker here, but it doesn't really matter, because at the end of the day, this was just a video to try to, like, raise awareness. Like, obviously, a lot of people know about the bot situation, but maybe you don't know exactly how bad it is. This shit is fucking awful. I don't know what needs to be done to fix it, but I just hope they do fix it, because they've done this before. Amazon, Smilegate, whoever. The combination Pizza Hut and Taco Bell, man. They've done it before. It's just, they need to do it again. It's been months at this point, and it's finally hitting a boiling point to where it's becoming unplayable for regular players, like the game itself. Like I said, I don't know, man. That's all I got. Yeah, ich meine, der Mann, der hatte einfach keine Lust mehr, ja. Was vollkommen verständlich ist, wenn wir so lange warten mit der Bot-Situation, bis Warteschlangen auf Servern entstehen, bis es anfängt zu laggen, bis eine spürbare Inflation entsteht und so weiter und so fort. So, im Stream, wir haben das Beste draus gemacht, wir haben Fisch gekauft, wir haben das offensichtlich öfter thematisiert. Ich habe tatsächlich eine sehr fabelhafte Idee, in meinen Augen fabelhafte Idee, wie man das ändern kann. Wir haben verschiedene Enden der Wurst, aber am Ende ist die gleiche Wurst. Von welchem Ende wir schneiden, ist egal. Folgendes. Wir können daran arbeiten, weswegen die Leute überhaupt Gold kaufen. Ja? Wir haben auch mal eine Reaction gemacht zu diesem Cost of Accelerated Progression Ding. Da haben wir über die Kosten geredet, die es braucht bis Voldaik und wieso es leichter war in Korea, weil die mehr Zeit hatten, dies, das, ja. Für jeden, den es interessiert, Voldaik
Hard Mode, das, was eigentlich jeder wollen sollte, weil dort die legendären Elixiere sind. Persönlich werde ich das nicht machen, auch darüber haben wir öfter geredet. Aber das, was wo man eigentlich hin möchte, kostet, wenn ihr schon 1600 seid, ja, nur um zu zeigen, plus 15 ist 1600 Item Level, das kostet euch ungefähr von Item Level 1600 4 Millionen Gold in der Value, wenn wir alles mit reinnehmen, ja, das alles kostet natürlich Gold. Durchschnittlich, ja, wir wollen gar nicht erst anfangen, darüber zu reden, was passiert, wenn man das pittet. Offensichtlich, ihr habt ein paar Sachen, ich rechne hier mit irgendwie 2 Millionen Shards, 2000 Sprungsteinen, bisschen roten und blauen Kristallen und so, und dann kostet das einen Schnäppchenpreis von 2,4 Millionen Gold. Offensichtlich können wir der Schlange einfach den Kopf abschneiden, wenn wir sagen, hey, wir machen Upgraden nicht so absurd teuer, dass es bloß 2% der Playerbase mit Spielen schafft und der Rest mit Cashen, sondern machen das etwas erreichbarer. Ich will gar nicht casual-freundlicher sagen, weil erreichbarer hieße, du musst immer noch 4 Stunden am Tag spielen, aber du kommst dahin ohne. Na, genau. Die nächste Möglichkeit wäre, wir bannen offensichtlich einfach die Bots. Damit hat sich das Problem erledigt, fertig. Hat nur leider kein MMO geschafft. Was wäre die Kehrseite von wir bannen Bots? Oh, wir bannen die Kunden der Bots. Vollkommen verrückte Idee. Leute, die auf Drittseiten Gold kaufen, das illegal erworben wird und gegen die Terms of Services, werden gebannt. Aus irgendeinem Grund machen wir das zumindest nicht in ausreichender Stärke. In Lost Ark. Da gab es mal vor anderthalb Jahren diesen einen Post von Rox, ein Königreich ist nicht mit wert, regiert zu werden mit Angst und deshalb leben wir in Anarchie. Überraschung. Könnte man auch machen. An diesem Punkt kann man das realistisch wahrscheinlich nicht in Lost Ark machen, weil von dieser Zahl ist immer noch die Hälfte Bots und von der anderen Hälfte haben wahrscheinlich ungefähr aus dem Bauchgefühl 2 von 3 Leuten sich auf Drittseiten bedient. Also wenn wir nicht die komplette Lost Ark Community einmal nuken wollen und dann spielen 3 Leute noch das Spiel, dann ist das leider nicht mehr möglich. Ist aber vielleicht was, das man sich merken sollte, liebe Amazon-Leute, für die nächsten MMOs, die man released. Ja, ein Königreich ist deutlich mehr wert, mit Angst regiert zu werden, als ein Königreich, das nach Scheiße stinkt, gar nicht zu regieren. Just saying, ich weiß, einige von euch geben sich größte Mühe, weiß ich sehr zu schätzen. Ja, keine Ahnung. Entweder man macht was gegen Bots, aber keine Firma hat es geschafft, oder man ändert was an den Progressionssystemen, die die Leute dazu drängen, Gold zu kaufen, oder man macht was gegen die Leute, die illegal Gold kaufen. Das sind meine 3 Vorschläge. Was man macht, offensichtlich, momentan machen wir wieder was gegen Bots. Ein dicker Daumen hoch, finde ich sehr, sehr schön. Vielleicht habt ihr andere Ideen, lasst es mich gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Es tut richtig weh, dem zuzugucken. Es tut vorrangig richtig weh, weil wir das halt schon mehrfach durchhaben. Kennt ihr den Anstieg hier von 400.000 auf 800.000? Genau, Bots. Kennt ihr den Anstieg hier von 200.000 auf 350.000? Genau, Bots. Den Anstieg von 180 auf 230.000? Genau, Bots. Den Anstieg hier letztes Mal von 33.000 Spielern durchschnittlich online zur gleichen Zeit auf 95. Genau, Bots. So, das ist eine wiederkehrende Situation. Und es wäre durchaus schön, wenn wir anders daran gehen würden. Offensichtlich will ich aber auch Amazon nicht den Miesepeter zuschieben, weil wir haben da nicht nur den Publisher, der durchaus Terms of Service verfolgen sollte und irgendwie durchsetzen sollte. Ja, Regeln sind nur was wert, wenn es dann tatsächlich auch Maßnahmen bei Regelverstoß gibt. Da reden wir im Übrigen nicht nur von RMT, wir reden von Leuten, die DPS-Meter nutzen, wir reden von Leuten, die Speedhacks nutzen. Guckt mal auf das Leaderboard von Helltighter Lost zum Beispiel und so Sachen. Ja, meine Güte. Ärgerlich.
Einfach ärgerlich. Es ist sehr, sehr schade. Lost Ark ist ein sehr schönes Spiel. Lost Ark's Grind ist definitiv schlimm genug und man braucht es eigentlich nicht schlimmer machen, indem Bots dann noch Ehrensprungsteine und rote Kristalle und so. Die roten Kristalle bei dem im Video waren 60 Gold. Bei uns in Europa sind die halb so teuer, aber immer noch zu teuer für Leute, die normal spielen. Ja? Wir haben hier Sprungsteine bei 147 Gold als importierter Preis. So, das kann sich ja niemand leisten, der normal spielt, meiner Meinung nach. Aber gut, das war's von meiner Seite aus.